Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGAMING 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern, Leute. Weiter geht es und Cristiano Ronaldo brilliert bei FC Bayern Debüt. Im letzten Spiel gewonnen gegen Al-Hilal hatten wir, glaube ich, gespielt. Ich glaube, 4:0 haben wir gewonnen oder so. Kann das sein? Ich meine, 4:0 war es, Leute. Heute gibt es weiter. Lasst mir mal gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr euch nicht abonniert habt, ihr wisst es, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Täglich einschalten natürlich auch nicht vergessen. Und ihr könnt gerne noch eure Transferwünsche unten in die Kommentare schreiben, Leute. Wir schauen mal, was ihr noch so sehen wollt. Einige haben auch geschrieben, ja, hol nochmal Messi und so. Wie geil wäre das eigentlich? Messi und Ronaldo jetzt gleichzeitig zu haben, wäre natürlich schon geil, weil wenn man das macht, muss man das halt auch jetzt möglichst am Anfang machen, weil die beiden natürlich jetzt auch nicht mehr jünger werden. Von daher müssten wir mal schauen, aber Messi würde uns schon zwischen 100 und 130, 140 Millionen bestimmt noch kosten. Wir haben noch 130, 140 Millionen plus. Wir wollen noch den einen oder anderen Spieler verkaufen. Also können wir mal gerne schauen, ob wir das Ganze angehen, weil wäre schon geil, Mann. Messi und Ronaldo zusammen hier zu haben, wäre schon echt fresh, Mann. Weil, wie gesagt, ich will in dieser Karriere unrealistische Sachen machen, das wisst ihr mittlerweile. Ne? Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und schalte mal gerne täglich ein. Check noch meinen Shop aus, ne? Nice Designs, in schwarz, in weiß, als T-Shirts, Pullover, hier in orange, gibt es in blau, gibt es hier aber auch in rot und in grün, ja, in allen vier Farben. Kissen, das sind Turmbeutel, die nice LED-Lampe haben wir auch noch am Start und Handyhüllen in orange, blau, rot, grün, gibt es auch. Ja? Also checkt es gerne aus und nicht vergessen, gratis Autogrammkarte gibt es auch zur Bestellung dazu, also gerne mal abchecken, Leute. Und dann würde ich sagen, können wir mal direkt schauen, dass wir uns vielleicht zu Beginn direkt um Messi kümmern. Einfach nur mal schauen, heißt jetzt nicht, dass ich ihn sicher, also ich würde ihn schon ganz gerne haben, das, so ist es nicht, aber heißt jetzt nicht, dass ich ihn unbedingt hundertprozentig holen möchte, aber man kann überlegen, ihn zu holen. Also ich wäre jetzt nicht abgeneigt, Messi zu holen. Wie gesagt, ich würde ganz gerne Messi und Ronaldo zusammen in einer Karriere haben. Und die Bayern-Karriere ist, denke ich mal, optimal dafür. Und dann müssen wir es natürlich jetzt auch zu Beginn machen. Wir hätten natürlich noch Javi Martinez, den ich ganz gerne abgeben will. Renato Sanchez werden wir auch noch verkaufen. Aber sonst will ich ja den Rest eigentlich ungern abgeben. Wir können mal Javi Martinez im Tausch anbieten, aber ich glaube nicht, dass sie interessiert sein werden. Was? Martinez plus 144 Millionen? Ach du Scheiße, wenn wir für Martinez 30 bekommen, sind das fast 175 Millionen für Messi. Für einen 32-Jährigen. Ach du Scheiße, man muss nicht übertreiben. Man muss echt bitte nicht komplett übertreiben. Was ist, wenn wir auf glatt 100 gehen? Plus Javi, dann sind wir so auf, sagen wir mal, 130. Macht vielleicht sogar schon mehr Sinn, müssen wir mal abwarten. Würde eventuell sogar mehr Sinn machen, Javi Martinez einzeln zu verkaufen und Messi sehr, halt ohne, ne, Spielertausch zu kaufen, weil könnte sein, dass wir den dann sogar günstiger bekommen. Müssen wir aber mal abwarten. Wir schauen jetzt erstmal hier, was die Transferverhandlungen noch geben. Ach du Scheiße, die bleiben auf jeden 144. Ey, Leute, ist doch, ey, das ist, nee, das ist viel zu viel, Mann. Gehen wir auf 105. Aber irgendwie ist mir das auch zu viel, weil ich könnte mir vorstellen, dass man Messi so für 130 vielleicht bekommen könnte. Und wir wissen ja nicht, wie viel wir für Martinez noch bekommen würden. Ja, vielleicht kommt ja auch ein Verein her und bietet uns, was weiß ich, 35, 40 Millionen für Martinez, auch wenn das relativ unwahrscheinlich ist, weil der auch schon 30 ist. Aber weiß man, die sind noch hochgegangen, fällt mir gerade auf, oder? Wir waren vorher auf 144, 750, jetzt sind die auf 144, 900. Was soll das denn? Hochgegangen. Interessiert ihn gar nicht. Eiskalt, man geht da sogar noch hoch mit dem Preis. Wir gehen nochmal 5 Millionen hoch, schauen wir mal. Okay, wir benötigen etwas Bedenkzeit. Gut, müssen wir mal abwarten. Bedenkzeit ist halt immer so eine Sache. Ne? Naja, kann manchmal hinhauen, haut aber in den meisten Fällen nicht hin. Also, naja, von daher würde ich jetzt nicht mit einer positiven Rückmeldung rechnen, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen schauen, dass wir noch einen Torhüter verpflichten, auf jeden Fall. Und wir haben hier natürlich halt wie immer die Klassiker. Nübel hat halt
fünfständig war Fuß, Alter. Das ist natürlich krass. Aber da ist halt die Sache übel. Ich würde am liebsten Meret oder Lunin nehmen. Weil die haben beide, glaube ich, ein 89er Potenzial. Und Lafont ist halt wieder so der Standard-Torhüter, der hat jetzt blond gefärbte Haare, läuft. Weil Lafont haben wir eigentlich in jeder Karriere, in jedem Jahr, seit drei, vier Jahren, ey, ohne Scheiß, weil der halt immer übertrieben krass Potenzial hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das dann so interessant wäre, wenn wir den jetzt wiederholen würden. Aber gut, müssen wir mal abwarten. Wir haben auf jeden Fall das nächste Spiel anstehend gegen Tottenham. Und Transferangebot für Sven Ulreich, 9,7 Millionen, Serge Gnabry auch, oh, vom Barca sogar. Und Messi wird abgelehnt. Junge, die gehen jedes Mal hoch. Was soll das denn? Ey, die haben uns ab zu Beginn 144, 750 geboten. Jetzt sind die auf 145. Sag mal, wollt ihr mich voll verarschen? Was ist denn da los? Wir kümmern uns erstmal um Sven Ulreich. Wir können bis zu 11,7 verlangen. Hm. Meint ihr, der ist bei Betis Sevilla noch was rauszuholen, Leute? Ist eine gute Frage. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon fast eher nicht, dass da noch was rauszuholen ist. Aber man weiß ja nie, wir probieren es mal. Pass auf, wir gehen mal erstmal auf ganz unrealistisch. Aber gut, 15 Millionen ist sehr unrealistisch, gebe ich zu. Aber wir probieren es einfach mal, was soll's. Wir können ja mal probieren. Probieren geht über Studieren, 11,6 plus 5% Weiterverkaufsgebühr. Naja, ich weiß nicht, ob die Nummer irgendwann verkaufen sollen, aber wir sind schon mal auf 11,6. Das heißt schon mal 3 Millionen über Marktwert. Komm, einigen wir uns auf 13,5. Das ist ein guter Preis. Wisst ihr selber. Ah, 12,3. Ich war gerade überlegen, sollen wir jetzt nochmal hoch auf 13 gehen? Aber das sind 700.000, die dann jetzt hier den Unterschied machen. Und dann bin ich ehrlich, will ich nicht unbedingt riskieren, dass der Sven hier vielleicht sogar noch, oder was heißt Sven, oder Betis Sevilla hier vielleicht sogar noch absagt, weil 700.000 mehr, naja. Das lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich. Da machen wir 11,3? Ich glaube, es waren 11,3 Millionen. Ich weiß nicht mehr 100%, aber ich meine, es waren 11,3 Millionen. Das ist in Ordnung, Mann. Ist ein guter Preis, Leute. Geht klar. Kann man, nee, 12,3 sogar. 12,3, stimmt. Kann man im Leben, der hätte noch 2 Jahre Vertrag gehabt. Ist in Ordnung. Okay, Serge Gnabry, wir können 42 bis 76 fahren. Ich schau mal ganz kurz, was Serge Gnabry für ein Potenzial hat. Das ist interessant gerade. Serge Gnabry, so. Schauen wir mal uns das Ganze hier an, ne? 9. Was? Hier steht 87 Potenzial? Wollt ihr mich verarschen? Also ich weiß nicht, manchmal spinnt die Seite auch so. FIFA schaue ich immer nach. Also manchmal ist die Seite auch sehr komisch, aber 87 halte ich schon für sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Also 87 Millionen, gut, 87 Millionen, wahrscheinlich 87 Millionen Potenzial. 87er Potenzial bei Serge Gnabry? Alter. Das ist ein Megawitz. Was ist denn, wir gucken nochmal ganz kurz, was ist denn zum Beispiel Kingsley Coman? Die Seite hat eigentlich in 80% der Fällen recht, aber manchmal weiß ich nicht. Kingsley Coman auch nur 88 vom Ding her. Die beiden haben, die haben beide 90er. Was ist da los? Verdient, meiner Meinung nach. Wir hatten eben 110 gemacht, machen wir 113. Wenn die das jetzt annehmen, ne? Das ist wieder so unrealistisch dann. Da muss ich wirklich sagen, das ist einfach wieder unrealistisch wie sonst was, wenn die das jetzt annehmen würden. Junge, die gehen jedes Mal hoch, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Junge, die sind richtig dreist. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Die gehen einfach jedes Mal hoch. Alter, was ist los mit denen? Die gehen einfach jedes Mal mit ihrem Angebot hoch. Junge, der ist gleich bei 200 Millionen. Pass mal auf. Das hört sich besser an. Damit können wir leben. Willst du? Ey. Alter. Der will mich wirklich verarschen hier, ne, der Manager. Der wollte uns, glaube ich, richtig verarschen. Aber richtig verarschen wollte er uns. Das ist doch nicht sein Ernst. Der fordert die ganze Zeit so um die 145 und dann nimmt er auch immer 115 an. Digga. Der wollte uns wirklich verarschen. Alter, der kriegt 560.000 Gehalt. What? Alter, da ging es ja Ronaldo mit 300.000, 350.000 Gehalt gar nichts. Ach du Scheiße, Mann. Na gut. Haben wir einen Vertrag? Wir haben eine Freigabesumme eingebaut. 132 Millionen sehe ich jetzt erst. Da wusste ich gar nichts von. Aber gut. Naja, in Ordnung. Okay, dann werden wir mal nächste Folge schauen, Leute, ob wir den Vertrag hier mit Messi annehmen werden oder nicht. Aber ich glaube schon. Problem ist, danach werden wir natürlich nichts mehr übrig haben in Sachen
Cash. Also von daher, naja, so, pass auf. Wir packen auch mal die anderen Spieler rein, damit die auch mal ein bisschen Spielpraxis hier bekommen. Denn, ja, noch ein paar gute Leute. So ist es ja nicht. Pavard nur eine 79, Alter. Der ist auch Innenverteidiger, fällt mir mal jetzt gerade auf. Puh, Alter. Pass auf, wir packen mal Pavard auf rechts. Tolisso ist nicht gerade gut gelaunt. Ja. Was mit Müller, Alter? Sollen wir Müller noch... Wir behalten Müller erstmal. Ich schau mal ganz kurz, was Pavard zum Beispiel noch für ein Potenzial hat. Zack, Benjamin Pavard hat hier ein Potenzial. 85, Alter, das ist aber auch wieder... naja, gut. Okay, wir schauen mal rein gegen Tottenham, Leute. Ab geht's. Ich find's auch blöd mit der Simulation. Also, das finde ich echt schlecht gemacht. Guck mal jetzt, das Spiel ist sofort... Warum macht man sowas? Hä? Das war viel geiler, wo die Zeit immer lief. Das war viel geiler. So kann man doch gar nicht mehr mitfiebern, Mann. Das ist echt blöd, Mann. Ja, aber gut, kann man jetzt nichts daran ändern, Leute. Müssen wir uns jetzt leider mit abfinden. Serge Gnabry, by the way, mit dem 1:0 knappes Ding. Und viele Auswechslungen. Sonst war es das, Leute. Schon wieder von heute in Folge, ja. Das war's auch wieder soweit. Wir haben beide Spiele gewonnen. Also ich hoffe mal, wir können ja natürlich direkt den ersten Titel der Saison holen. Warum ist immer Ronaldo im Interview? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal in der nächsten Folge, dass wir den Deal mit Lionel Messi klar machen können. Falls du nicht abonniert habt, Leute, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Schaltet gerne täglich ein, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Checkt mal meinen Shop aus. Nice Designs gibt es in Schwarz, gibt es in Weiß als T-Shirt, als Pullover. Hier in Orange, wie ich es gerade anhab. Gibt es hier in Rot, in Blau und in Grün. Wie man in 4 Camouflage-Farben, ja, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe gibt es auch. Und die Handyhüllen gibt es auch, ne, in Orange, Blau, Rot, Grün. In den 4 Camouflage-Farben und nicht vergessen, gratis Autogrammkarte, hier. Gibt es auch noch zur Bestellung dazu, ja. Also, lohnt sich. Ich hoffe es doch. Checkt's aus, Leute. Macht's gut, wenn ihr Lust habt. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ja. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.